Eine der unglaublichsten deutschen Nachkriegsgeschichten kommt bei uns in die Kinos. Michael Bulli Herbig führt Regie. Das Ding heißt Ballon. Und wie so ein bisschen was schon mal vom Film aussieht, seht ihr vor der Review hier im Trailer. Damit fliegen wir in den Westen. Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen? Ja, wir müssen höher. Durch die Wolken. Meter weiter und die wären drüben gewesen. Die werden sich schön in den Arsch gebissen haben. Den gesamten Umkreis von 500 Metern absuchen. Ich will, dass auch der kleinste Fetzen dokumentiert wird. Die Medikamente. Und die haben unsere Fingerabdrücke an der Gondel. Wir hätten das nicht tun dürfen. Günther, die Stasi ist hinter uns her. Die geben keine Ruhe, bis die uns geschnappt haben. Mach mal einen Ballon bauen. Wenn ihr mitmacht, dann können wir es schaffen, das weiß ich. Eine Familie wollte in einem Geschäft 200 Meter Taft kaufen. Die fangen an, Fehler zu machen. Ihr fahrt das bei der Stasi, verdammt nochmal. Du wirst sie nicht mehr treffen. Wir bauen das Ding jetzt einfach schnell fertig und dann nix wie weg hier. Peter, was ist dein Papa vom Beruf? Mein Papa ist Näher. Was näht er denn da? Ich nicht sagen. Aber mir darfst du doch alles sagen. Das schaffen wir auch nie. Können wir kurz reinkommen? Die überprüfen die Rezepte. Das Risiko ist zu groß. Wir wollten doch immer, dass die Jungs in Freiheit aufwachsen. Versprich mir, dass den Kindern nichts passiert. Wer den Trailer sieht und denkt sich so, das sieht gar nicht gut aus, bitte dranbleiben, denn genau so ist es mir auch ergangen. Ich dachte so, wow, das sieht irgendwie nach dem Sat.1-Filmfilm aus, irgendwie alles total overscored, also unfassbar viel Musik draufgepackt, alles total pathetisch, was soll denn das werden? Dann habe ich mir den Film im Kino angeschaut und war nach anderthalb Minuten schon begeistert und wusste, okay, das hat mit TV-Filmen gar nichts zu tun, nicht im geringsten, sondern hier wird wirklich großes Kino gemacht. Michael Bulli Herbig findet mit seinem Team einmal einen unglaublich tollen Look und vor allen Dingen immer wieder Perspektiven, die auf der Leinwand fantastisch aussehen. Gepaart mit einer großartigen Ausstattung hat man einfach einen Film, der wirklich unglaublich gut aussieht und einfach nach Kinofilm wirkt. Das ist eben jetzt nicht nur, weil es tolle Ausstattung gibt, sondern es ist eben immer wieder so das kleine Ding zum Detail. Bestimmte Perspektiven und eben auch Kamerafahrten, so das ist auch noch ein Punkt, den ich nicht erwähnt hatte, die schon mal dafür sorgen, dass das ganze Thema handwerklich gut aufbearbeitet wurde. Und jetzt ist natürlich auch noch wichtig, ja okay, wie ist denn der Rest? Denn gerade im Handwerk sind die Deutschen ja durchaus immer vernünftig unterwegs. Allerdings fehlt es eben oft an Herz und Erzählung. Aber auch das schafft Michael Bulli Herbig hier in absoluter Perfektion, dass es ihm wirklich gelingt, eine Geschichte, deren Ausgang bereits bekannt ist, trotzdem so packend zu erzählen, dass man immer wieder gebannt auf die Leinwand schaut, sich immer wieder von kleinen Details überzeugen lässt und vor allen Dingen das Timing einfach sehr, sehr gut ist. Also dadurch wird der Film einfach auch in wirklich simplen und möglicherweise eher harmlosen Momenten auch immer noch zu einem Nägelkau-Thriller. Wirklich richtig gut. Dann losgehen! Obendrein haben wir aber auch noch Schauspieler, die diese Figuren wirklich sehr gut verkörpern. Allen voran Friedrich Mücke, den man natürlich in einigen anderen Rollen auch schon gesehen hat, auch durchaus was Ernsteres, gerade wenn ich jetzt so an Weinberg denke. Aber hier schafft er es wirklich, eine Figur so zu atmen, dass, obwohl man nicht viele Hintergründe weiß, sofort versteht, warum dieser Mensch eben aus der DDR fliehen möchte und vor allen Dingen, dass es für ihn wirklich keinen Kompromiss gibt, sondern raus oder gar nicht.
Und das ist eben wirklich auch eine der großen Künste, die dieser Film letztlich hat. Also einmal, dass die Schauspieler gut sind, nämlich nicht nur Friedrich Mücke, sondern auch David Cross, Christina Schuch, auch fantastisch, wirklich richtig gut geworden. Alicia von Rittberg oder auch in vielen kleinen Nebenrollen, Leute, die man kennt, das ist schon mal wirklich stark. Das, was den Film aber wirklich auszeichnet, ist eben das, was ich gerade schon so angeschnitten habe. Man ist, obwohl man nicht viel weiß und nicht viel Hintergrundgeschichte bekommt, zum Beispiel, okay, warum ist es jetzt ein Ballon? Das spielt überhaupt gar keine Rolle, da man ziemlich zügig einfach diese Emotionen verspürt und dementsprechend connecte ich sehr schnell mit den Figuren. Und das mag ich sehr, dass ich einfach absolutes Verständnis für ihre Situation habe und die muss man eben kreieren. Das ist nicht einfach nur, weil es behauptet wird, sondern man muss es auch fühlen. Und das schafft dieser Film eben auch wirklich auf sehr gute Art und Weise. Dennoch ist es für mich kein perfekter Film geworden. Das hat jetzt auch nichts mit irgendwie Meckerei oder mit irgendwie Erbsenzählen zu tun, sondern der Film ist beispielsweise an ein paar Stellen einfach, wie auch schon im Trailer, mit zu viel Musik untermalt. Also das sind einfach mal immer wieder so Momente, da habe ich das Gefühl so, oh, ich fühle doch bereits das, was in der Szene notwendig ist. So, warum habt ihr kein Vertrauen in eure Szene, dass es einfach jetzt noch mit Musik noch mal übermäßig gefühlt werden soll? Das sind Momente, da sitze ich da und denke mir so, ah, das reißt mich doch jetzt eigentlich eher raus. Es gibt auch so zwei, drei Figuren, die für mich nicht ganz so überzeugend geworden sind. Zum Beispiel der Stasi-Nachbar, der ist einfach so ein bisschen zu blöd und ein bisschen zu Stasi, dass ich denke so, ah, diese Überspitzung hätte ich nicht gebraucht. Der ein oder andere Jungdarsteller, die insgesamt eine tolle Leistung wirklich liefern, hat vielleicht manchmal so ein bisschen den Moment, ah, spielt es nicht, sondern er liest seinen Text vor. Das sind aber alles so im Detail Kleinigkeiten, die so ein bisschen Sand ins Getriebe bringen, dass ich sage, okay, es ist nicht alles optimal geworden, aber am Ende ist es ein extrem spannender, ein toll produzierter, ein wahnsinnig gut gespielter Film, der hoffentlich sein Publikum in Deutschland finden wird. Verdient hat er es, denn Bully Herbig beweist, dass er eben nicht nur witzig kann, sondern auch spannend, vor allen Dingen spannend, gefühlt spannender als lustig. Und das meine ich wirklich als Kompliment, richtig gut geworden. Von mir gibt es eben mit diesen klitzekleinen Abzügen, aber in der Gesamtnote immer noch fantastische 8 von 10 Punkten. Ballon hat mich überzeugt und ich hoffe, dass sich keine Menschen von einem Trailer, der mir persönlich nicht gefällt, abschrecken lassen, denn der Film hat es wirklich verdient. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hattet ihr neulich mal einen Film, bei dem ihr überrascht wart, dass der Film toll war, obwohl euch der Trailer nicht gefallen hat? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch ansonsten auch noch ein bisschen anderes Material, unter anderem auch ein Interview zu Werke ohne Autor. Schaut da gerne rein und dann sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.